So, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen hier aus dem Studio der COMT, der Core Facility Medientechnik Medizin, die wir letztes Semester gegründet haben hier am Institut für klinische Anatomie und Zellanalytik und wo wir ganz froh sind, dass wir Sie jetzt haben, weil wir direkt mit Ihnen reden können dadurch. Wir beide begrüßen Sie, Herr Professor Zipfel, unser Prodekan Lehre und ich. Und wir haben zurzeit eine schwierige Situation, wie Sie alle wissen. Sie wollen Informationen haben. Wir haben die neuen Auflagen jetzt erst am Freitag, so wie alle anderen auch, erfahren. Und Sie können sich vorstellen, dass es viel zu tun gab und viel zu tun gibt. Und heute wollen wir Ihnen die ersten Informationen geben, die einfach beinhalten, was denn jetzt momentan geplant ist. Wir werden jeden Freitag um 9 Uhr bis auf Weiteres diesen Kanal nutzen. Wir nennen das ja liebevoll MediTV. Wir werden diesen Kanal nutzen, um Ihnen um 9 Uhr morgens live mit der Möglichkeit, Chatfragen zu stellen, dann die Informationen zukommen lassen. Wir werden, so wie im letzten Semester auch, Studierende aus der Fachschaft dazu bitten, um Fragen zu beantworten, die Sie bewegen. Heute geht es darum, keine Fragen zu beantworten, sondern es wird jetzt erst noch sehr knackig, kurz und fokussiert darum gehen, Ihnen den aktuellen Stand mitzuteilen. Und also Ziel ist, Ihnen jetzt die Informationen zu geben. Und ich schalte, so können wir ja jetzt sagen, schalte zu unserem Prodekan Lehre, Herrn Professor Zipfel. Stefan. Ja, lieber Bernhard, liebe Studierenden, ich darf Sie auch nochmal alle sehr, sehr herzlich zum Wintersemester begrüßen, auch im Namen unseres Dekans Professor Pichler, aber auch im Namen aller Studiendekaninnen und Dekane und natürlich auch des gesamten Studiendekanats. Wir haben uns eigentlich im Wintersemester erhofft, und so haben wir es auch geplant, dass Lehrveranstaltungen sowohl in Präsenz als auch digital stattfinden. Jetzt haben Sie mitbekommen, dass aufgrund der neuen Corona-Verordnung, und die ist brandaktuell von gestern Abend, das ist nämlich eine Landesverordnung, und ich werde Ihnen das nachher kurz mal erläutern, wie solche Schritte aussehen, damit Sie sich so ein bisschen vorstellen können, in welchen Entscheidungshorizonten wir hier auch arbeiten und arbeiten müssen. Es ist von daher besonders schmerzhaft, weil wir die letzten Wochen eigentlich dazu genutzt haben, für das Wintersemester solche Hybridformate, also auf der einen Seite Präsenz hier und Digitalformate vorzubereiten, wieder ein komplett neues Curriculum zu stricken. Und das gilt nicht nur für die Humanmedizin. Und Sie wissen, wir sind eine Fakultät, die es seit Gründung dieser Universität gibt, nämlich seit 1477, und wir sind keine Fernuniversität. Und an der Stelle möchte ich auch die Erstsemester nochmal sehr, sehr herzlich begrüßen in allen Studiengängen. Für Sie, aber auch für unsere internationalen Studierenden ist es besonders schwer, dieses Semester jetzt auch wieder eher in einem digitalen Modus beginnen zu müssen. Und von daher also a very warm welcome to our international students from abroad. Ja, es wird nämlich schwierig werden, ganz kurzfristig von einem digitalen Modus, den wir im Frühjahr gehabt haben, in einem Hybrid, den wir geplant haben, und jetzt wieder in einen kurzfristig digitalen Modus, zunächst mal für 4 Wochen auch umzuswitchen. Und deswegen möchte ich Ihnen kurz nochmal berichten, welche Rationale dahinter liegen und warum wir in dieser Art und Weise das auch umsetzen müssen. Was mir sehr, sehr wichtig ist an dieser Stelle, ist zu sagen, erstmal,
Wir sitzen alle im gleichen Boot. Es gibt nicht die und wir, sondern wir sitzen alle im gleichen Boot. Das ist deshalb so wichtig, weil im Sommersemester hat das aus meiner Sicht deshalb relativ gut geklappt, weil Studierende, Dozierende, das Dekanat, alle Helferinnen und Helfer zusammen an einem Strang gezogen haben. Und so haben wir es, finde ich, ganz gut hingekriegt, aus dieser sehr, sehr ungewöhnlichen Situation das Bestmögliche zu machen. Und diese Herausforderung steht jetzt auch wieder für das Wintersemester an. Aber schauen wir uns noch mal kurz die letzte Woche bzw. die letzten Tage an, damit wir noch mal gemeinsam rekapitulieren, was ist denn eigentlich der aktuelle Stand. Wenn Sie mit offenen Augen und Ohren, und davon gehe ich aus, weil sonst wären Sie nicht Studierende unserer Universität und Fakultät, durch die Welt gehen, dann haben Sie mitbekommen, dass am Mittwoch vergangener Woche die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten zusammengesessen sind und bedingt durch die steil ansteigenden Inzidenzzahlen von Menschen mit Corona, SARS-CoV-2 genauer gesagt, wie das medizinisch heißt, Infizierten, wurde beschlossen, und zwar nicht nur für Baden-Württemberg, sondern für Deutschland erstmal allgemein, dass im November ein Teil-Lockdown passieren sollte. Und das Wichtige jetzt ist, dass solche Entscheidungen zwar jetzt politisch erstmal am Mittwoch gemeinsam gefällt wurden, sie müssen dann aber von den Landesparlamenten und den Landesregierungen auch nochmal in den jeweiligen Ländern umgesetzt werden. Und sie müssen dann vor allem auch in rechtskräftige Verordnungen, das heißt Gesetze, gegossen werden. Und das ist jetzt über die letzten Tage passiert. Gestern Nachmittag ist die neue, die sechste Corona-Verordnung dann auch publiziert worden und uns zugegangen. Und Sie sehen, dass alle selbst am Wochenende durcharbeiten, um mit dieser sehr besonderen Situation umzugehen. Am Freitag hat es parallel dazu ein erstes Treffen dann auch gegeben, auch mit dem Rektorat, auch mit allen Studiendekanen, wo wir uns überlegt haben, wie können wir denn jetzt, eingedenk der Vorgaben, die es voraussichtlich gibt, dieses Wintersemester handeln. Und wir haben einige Eckpunkte verfasst und diese Eckpunkte werde ich Ihnen gleich auch zukommen lassen und vorlesen, weil das Rektorat hatte festgelegt gehabt, gemeinsam mit der Landesregierung, dass bis Ende November aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation Präsenzveranstaltungen erstmal, und so heißt das juristisch korrekt, grundsätzlich ausgesetzt sind. Und dass die Online-Lehre bis Ende November wieder die Regel sein soll. Und im Studiengang Humanmedizin, und an der Stelle mussten wir uns auch absprechen, dann wieder gemeinsam mit dem Universitätsklinikum, haben wir uns entscheiden müssen, was uns sehr schwer fällt, dass wir den patientenbezogenen Unterricht erstmal bis Ende November aussetzen werden. Und dann gibt es Spezialregelungen und diese Spezialregelungen sind Ausnahmen. Und diese Ausnahmen müssen wir sozusagen innerhalb der Fakultät, aber auch mit dem Rektorat in Tübingen jeweils klären, dass nämlich einzelne Laborpraktika, einzelne praktische Ausbildungsanteile und beispielsweise auch so ein Format wie der Präparierkurs dann unter Einhaltung strenger Hygienekonzepte auch im November stattfinden können. Und diese Veranstaltungen sind zum Teil schon vorbesprochen und zum Teil müssen wir in den nächsten Tagen klären, wie wir diese unter den besonderen politischen Vorgaben tatsächlich umsetzen können. Wir haben uns auch versucht abzustimmen mit den anderen medizinischen Fakultäten in Baden-Württemberg. Dazu hatten die Studiendekane Baden-Württemberg am Freitag schon einen Kontakt und werden heute Mittag
um 13 Uhr einen zweiten haben. Und am Freitag haben sich alle medizinischen Fakultäten in ganz Deutschland auch in einer gemeinsamen Schalte schon mal zusammengeschaltet, um sich abzugleichen, wohl wissend, dass die epidemiologische Lage etwas unterschiedlich ist in den unterschiedlichen Regionen. Und auch da gibt es im Prinzip eine ähnliche Absprache, die ich Ihnen gerade allgemein berichtet habe. Jetzt ist die Frage, wie sehen die nächsten Schritte hier auch in Tübingen aus und warum denken wir, dass diese Schritte auch begründet sind? Weil diejenigen, die jetzt vielleicht erst nach Tübingen ziehen, die mögen vielleicht noch nicht ganz mitgekriegt haben, wie sich auch das Infektionsgeschehen hier in Tübingen über die letzten Wochen entwickelt hat. Wir haben im Schnitt letzte Woche 130 Neuinfektionen pro 100.000 Studierende in 7 Tagen gehabt und waren an der Stelle deutlich über dieser 100er-Grenze. Und wenn Sie sich die Karten, die jeweiligen Landkreise angeguckt haben, dann sind wir auch in Deutschland, aber besonders auch in Baden-Württemberg, einer der deutlich auch betroffenen Landkreise. Wenn Sie das hier im Klinikum sich anschauen, dann hatten wir eine Situation, dass wir vor 3 Wochen noch fast keinen Patienten hier hatten am Klinikum. Wir hatten tatsächlich im Sommer hier eine relativ ruhige Situation, was dieses Erkrankungsbild angeht, und haben jetzt innerhalb von 3 Wochen fast wieder 30 Patienten und auch eine ganze Reihe von Patienten, die jetzt auf unsere Intensivstation aufgenommen werden muss. Das heißt, wir kriegen die Situation, glaube ich, das kann ich schon so sagen, hier noch ganz gut gehandelt. Aber die Dynamik zeigt uns, dass wir sie sehr, sehr ernst nehmen müssen. Und vielleicht haben Sie auch mitgekriegt, gestern Abend in der Tagesschau war zu hören, dass in Nachbarländern wie beispielsweise der Schweiz, in sehr reichen Regionen wie Genf, die Anzahl der Intensivbetten nicht mehr ausreicht. Das heißt, wir müssen uns an der Stelle tatsächlich auch ernsthaft um diese Situation kümmern. Und deswegen bitte ich Sie um folgende Dinge. Wir werden in den nächsten Tagen versuchen zu klären, welche Ausnahmesituationen im Sinne von Ausnahmeveranstaltungen wir tatsächlich zulassen können. Die können wir aber nur zulassen, wenn wir an der Stelle ganz scharf die geltenden Hygienevorschriften und die Hygienekonzepte einhalten. Ich sage das deshalb, weil wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir keine Chance überhaupt hier auf dem Campus eine Lehrveranstaltung in den nächsten Wochen stattfinden zu lassen. Und es kommt leider immer wieder vor, ich bin heute Morgen hier auf dem Campus gefahren und habe auch Studierende gesehen, sie sahen so aus, als ob sie heute eine Prüfung haben, wahrscheinlich Staatsexamen, dass sie sich erstmal abgeklatscht haben, als ich an ihnen vorbeigefahren bin. Das sind No-Gos, ja? Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich sowas sehe, dann werden wir noch strenger, und zwar alle Dozierenden, aber da würde ich auch bitten, Sie als Studierende darauf hinzuweisen, dass Sie ein Corona-konformes Verhalten hier auf dem Campus an den Tag legen. Die meisten tun das, das weiß ich, aber es gibt eben auch welche, die das an der Stelle eher auf die leichtere Schulter nehmen. Und das können wir hier derzeit nicht tolerieren, weil wir auf der anderen Seite hier eben unter einer sehr genauen Beobachtung derzeit sind, sowohl vom Klinikum, aber natürlich auch von vielen Patientinnen und Patienten, die große Einschränkungen auch jetzt schon durchlaufen müssen. Sie sehen im Hintergrund das Bild unserer Augenklinik und HNO-Klinik, wo vorne dran ein Zelt ist, wo wir sehr genau versuchen zu schauen, wer darf in welcher Situation hier überhaupt in die jeweiligen Kliniker rein. Und das geht eben nur, wenn wir uns sehr, sehr diszipliniert dann an diese Vorgaben halten. Wir werden heute um 10 Uhr nochmal getrennt davon
sprechen und erste Austausche haben, wie wir versuchen, im klinischen Studienabschnitt, insbesondere im ersten Clean sozusagen, mit der Situation umzugehen. Sie wissen das vielleicht noch nicht. Wir haben unter dem Dach der medizinischen Fakultät insgesamt 4.000 Studierende und wir haben 13 unterschiedliche Studiengänge. Und von daher sind wir auch an der Stelle sehr breit aufgestellt, aber auch in sehr unterschiedlichen Bereichen, von Labors bis Krankenversorgungsbereich. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, das gilt für alle Bereiche, dass wir uns strengstens, wenn es Veranstaltungen gibt, und die Vorgabe sind an der Stelle von der Landesregierung ganz klar, sie müssen als Ausnahme, sie müssen so wichtig sein, dass wir sie nicht digital in einem alternativen Format anbieten können. Wenn wir uns dazu entscheiden und wenn auch das Rektorat an der Stelle mitgeht, dann geht es nur durch die strengste Einhaltung dieser Corona-Vorgaben. Diejenigen von Ihnen, die an Wissenschaft im engeren Sinne interessiert sind, die können sich auf der Seite des Science Magazine auch diese Woche noch mal anschauen, was passiert, wenn nur ganz wenige, Sie wissen, der Ausdruck ist unterdessen in aller Munde, sogenannte Superspreader, ne? Dann in einer Gruppe sozusagen die Regeln aushebeln und zu ganz dramatisch schnellen Infektionsverläufen führen. Also von daher bitte ich Sie alle, sich nicht nur an die Regeln zu halten, sondern auch diejenigen tatsächlich auch ein Stück weit in die Grenzen zu verweisen, die diese Regeln an der Stelle auch brechen oder zumindest sie nicht ausreichend respektieren. Es ist jetzt erstmal eine Zeit von 4 Wochen und in diesen 4 Wochen müssen wir nicht nur hier an der medizinischen Fakultät, sondern natürlich hier an der Universität im Kreis Tübingen und in ganz Baden-Württemberg und Deutschland versuchen, unsere Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Und das schaffen wir natürlich auch nur dann, wenn wir tatsächlich nur die notwendigsten Veranstaltungen dann tatsächlich on campus in Präsenz dann stattfinden lassen. Bitte, und das wäre mein zweiter Wunsch, natürlich ist es nicht nur so, dass Ihr Leben sich hier dann auf dem Campus stattfinden wird, sondern das wird ja eher die Ausnahme sein. Bitte auf dem Weg hierher, auf dem Weg zurück, beachten Sie die Regeln auch und vor allem auch in Ihren privaten Kontakten, weil am Ende des Tages müssen wir Sorge tragen, dass wir mit gutem Gewissen vertreten können, dass wir Sie in einen Bereich, das ist das Klinikum, das ist die Fakultät, auch hier punktuell reinholen, wo wir besonders natürlich aufpassen müssen, um dieser Infektionswelle, der zweiten Welle, der wir uns derzeit ausgesetzt sehen, mit den bestmöglichen Schutzmaßnahmen dann auch gewappnet sehen. Wenn es jetzt um die nächsten Schritte geht, dann haben Sie jetzt auch von Professor Hirt schon gehört, dass wir 2 Dinge brauchen. Das eine ist, wir haben ein paar wenige Formate erstmal schon entschieden, weil die stehen so auch schon im Gesetztext, in der Corona-Verordnung drin, dass wir diese unter Auflagen, die ich Ihnen gerade geschildert habe, auch erstmal weiter durchführen können. Dazu gehört unter anderem auch der Präparierkurs. Deswegen ist das ein Format, was für uns natürlich in der Vorklinik sehr, sehr wichtig ist und wo wir versuchen werden, an diesem erstmal festzuhalten. Dafür ist Professor Hirt mit seinen Dozierenden und Dozenten, aber natürlich auch gemeinsam mit Ihnen, die jetzt im Wintersemester den Präparierkurs haben, gemeinsam verantwortlich. Das ist einer unserer Formate und auch da bitte ich Sie auf dem Weg hierher und nach Hause, bitte versuchen Sie die AHA-Regeln so weit wie möglich einzuhalten, weil wir haben schon die Rückmeldung auch aus den Nachbargebäuden bekommen, dass wir auch da gehört haben, wie sich
Studierende, weil sie sich vielleicht eine Weile nicht mehr gesehen haben und so weiter, umarmt hätten, Hallo gesagt hätten. All das, was zum normalen Leben dazugehört, das verstehen wir auch gut. Aber das ist leider Gift in der jetzigen Situation. Halten Sie sich an der Stelle bitte ganz streng an die Regeln. Und die weiteren Veranstaltungen, die werden wir jetzt in den nächsten Tagen versuchen zu klären. Was klar ist, und das habe ich Ihnen gesagt, ein patientenbezogener Unterricht wird in diesem Monat im November nicht stattfinden dürfen hier am Standort. Prüfung ist noch ein weiteres Thema. Wir werden insbesondere die Staatsexamina versuchen weiter durchzuführen, weil wir hatten ja schon im Sommersemester sehr große Probleme, dass wir mitten im Lauf der Staatsexamen diese sozusagen unterbrechen mussten. Und das ist besonders schmerzhaft für all jene Prüflinge, die sich natürlich punktgenau auf diese Situation vorbereitet haben. Aber auch an der Stelle, bitte halten Sie sich so korrekt wie möglich. Gerade das ist nämlich aus unserer Sicht derzeit noch einer der wenigen Ausnahmen, wo patientenbezogener Unterricht stattfindet, nämlich in der Prüfungssituation. Achten Sie auch da bitte drauf, dass wir nachher nicht von Kolleginnen oder Kollegen hören müssen, dass sie sich nicht entsprechend verhalten haben. Wir werden, Sie haben es schon gehört, MediTV, wir hatten mal am Anfang des Sommersemesters das Ganze, glaube ich, Frühstücksfernsehen genannt, aber das ist jetzt spezifischer geworden, für den Freitag geplant, 9 Uhr. Da werden wir auch versuchen, auch das, da brauchen wir noch das Okay der Studierenden aus der Fachschaft, weil die haben diese Fragen immer gut gebündelt über die Semestersprecher. Ich spreche jetzt für den Studiengang Humanmedizin über die Semestersprecher. Dann letztendlich gebündelt auch hier reinzutragen, am besten sogar am Tag vorher, weil je früher wir diese Fragen haben, desto früher können wir sie auch konkret dann beantworten. Von daher darf ich Sie bitten an der Stelle, die meisten Semester von Ihnen haben ja Semestersprecher, dass Sie diese Struktur wieder nutzen und die Fragen zusammentragen und dann, je nachdem, ob es sich jetzt in der Humanmedizin um die Vorklinik oder um die Klinik handelt, dann an die bekannten E-Mail-Adressen zu schicken, die dann eben von den Kolleginnen und Kollegen im Studiendekanat sehr konkret beantwortet werden kann. Und dann können wir am Freitag Ihnen auch schon konkrete Antworten geben. An dieser Stelle möchte ich mich ganz explizit bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen im Studiendekanat. Die haben im Sommersemester einen Wahnsinnsjob gemacht, haben dann in ihren Semesterferien versucht, mit den Dozierenden gemeinsam ein neues Curriculum aufzustellen, die Räume hier zu planen unter den neuen Hygienevorgaben. Da war viel Absprache notwendig, auch die Prüfungen in einer Corona-konformen Form dann auch durchzuziehen. Das hat alles unheimlich viel Zeit und Kraft und Energie gekostet und kommt jetzt natürlich auch wieder sehr kurzfristig in diese neue Planung. Ich sage das deshalb, weil ich nochmal an das Bild erinnern möchte. Wir sitzen im gleichen Boot und wir schaffen es dann, halbwegs in diesen schwierigen Gewässern irgendwie die Richtung zu halten, wenn wir versuchen, das gemeinsam hinzukriegen. Von daher würde ich Sie auch bitten, von Einzelfragen jetzt gerade in den nächsten Tagen nochmal Abstand zu nehmen, was den Kontakt in die Studiendekanate angeht. Das gilt im Prinzip für alle Studiengänge, weil wir Ihnen erstmal proaktiv jetzt nochmal sagen müssen, nach Rücksprache mit unserem Rektorat, welche Formate können wir fortsetzen in der geplanten Form. Das Gute ist, wir haben im Sommersemester einiges gelernt, nicht nur diese tolle Facility hier von Professor Hirt in der klinischen Anatomie entsprechend auch für die Fakultät jetzt nutzen gelernt, sondern wir haben natürlich eine ganze Reihe von digitalen Formaten entwickelt.
insbesondere die Vorlesungen. Und die werden Stand natürlich auch digital geliefert und sollten bei Ihnen sozusagen natürlich auch abrufbar sein. Wenn es Fragen gibt, wie gesagt, zu den digitalen Formaten, dürfte es aus meiner Sicht eigentlich jetzt keine größeren Themen geben. Für uns ist die größte Problematik da, wo wir eine Präsenz hier geplant haben, sei es in der Kranken-, im direkten Patientenkontakt, sei es im Praktikum. Diese müssen wir jetzt in den nächsten Tagen soweit klären, zu gucken, wo schieben wir Dinge nach hinten, wo wandeln wir sie um. Und das natürlich nicht nur aus Sicht des Studiendekanats, sondern dazu brauchen wir natürlich auch die Dozierenden dann aus den Fächern. Im klinischen Studienabschnitt ist das besonders eine besondere Herausforderung, weil dort jetzt auch wieder die Welle ankommt, so wie ich es Ihnen vorhin gesagt habe. Das heißt, da gibt es auch für die Kollegen der Klinik jetzt nochmal deutlich mehr Arbeit und Anpassungsnotwendigkeiten. Und von daher kommen wir jetzt natürlich auch an der Stelle nochmal in eine ungünstige Gesamtsituation. Aber da haben die Kollegen aus der Klinik auch Verständnis dafür. So viel erstmal an allgemeinen Dingen. Ich würde nachher, wie gesagt, wenn ich das erste Clean begrüße, auch noch mal ein paar spezifischere Dinge sagen, die dann insbesondere für den klinischen Studienabschnitt notwendig ist. Jetzt würde ich aber erstmal gemeinsam mit den Studiendekaninnen und Dekane Ihnen trotz aller Schwierigkeiten hier einen guten Start ins Wintersemester wünschen. Glück auf, take care und bleiben Sie gesund. Danke.